Lebensbalken. Alle Anzeigen über den Köpfen wurden aktiviert. Schadensanzeigen über den Köpfen wurden deaktiviert. Lebensbalken über den Köpfen wurden ausgeschaltet. Alle Anzeigen über den Köpfen aktiviert, ja. Den Göttern zum Gruße, okay. Wissen die Jungs noch was? Oh weh, oh weh. Wir hätten besser aufpassen sollen. Was tun wir jetzt bloß? Wir können der Akademie doch nicht sagen, tut uns leid, aber der Erzmagus ist uns abhanden gekommen. Ja. Heda, habt ihr schon Hinweise auf den Verbleib unseres Meisters finden können? Ihr seid schon wieder betrunken. Ich werde ihn finden, vertraut mir, guten Durst noch. Ich sehe, ihr studiert eifrig. Habt ihr den rauchigen Nachgeschmack schon entschlüsselt? Nein, ich denke, ich muss meine Zunge wohl noch ein wenig üben. Wird noch eine Runde. Was ist mit dem Meister? Ich werde ihn finden, vertraut mir, guten Durst noch. Oh, noch ein Holzfass. Ja, Bredo, komm mal her. Einen schönen Tag wünsche ich. Ja, ich habe Zeug, was ich gerne an dich verkaufen würde, nämlich Renegel, helles Pferdhocker. Ja, die Messer und die Wollschwänze kannst du auch noch haben. So. Gut, okay. Das heißt, Runkel kriegt jetzt noch seinen letzten Zettel. Was? Wer da? Ich habe die dritte Aufgabe gelöst. Könnt ihr euch einen Raum rausmachen? Was? Diesmal nicht Schiff. Jetzt sag mal her. Ja, das müsste das Passwort sein. Und hier steht noch Fuhrmannsheim. Das ist ein Viertel in Ferdo. Nun habt ihr alle Informationen, um die Betriebsgilde zu finden. Bis dann, Runkel. Vielleicht treffen wir uns dort nochmal. Und hey, wir haben Stufe 2 erreicht. Das heißt, wir können gleich froh und munter skillen. Löst die dritte Aufgabe. In der liegenden Notiz trägt ein Passwort und einen Ort. Dort muss sich die Liebesgilde befinden. Soll ich diese Information wirklich Runkel geben? Ich habe die Truhe in der Altmühle gefunden, geöffnet. In Ferdok werde ich jetzt dank dieser Notiz die Kontaktperson für die Diebesgilde finden können. Ja, habe ich den Zettel noch? Ja. Guano Fuhrmannsheim, also einfach nur rückwärts geschrieben. So, jetzt dürfte ich einen Punkt in Schwerter geben können, ja. Mein Charisma ist sehr gering. So. Und hier Punkte verteilen. 2 Punkte in Heilkunde. Okay, da ist Heilkunde gemaxt. Zwergnase kann ich ziemlich gut steigern. 1 Punkt in Selbstbeherrschung. Geben wir mal 2 Punkte in Schleichen. Falschen und überreden. Maximieren wir mal.
Ja, Fallen entschärfen können wir auch. Fallenstellen brauchen wir nicht. Ein Lebenspunkt wäre nicht schlecht. Etwas Sinnesschärfe. Wobei, nee, Sinnesschärfe brauchen wir nicht. Das kriegt jemand anderes. Deswegen die Zwergnase. Ein bisschen Menschenkenntnis. Ja, komm, noch ein Punkt im Fallen entschärfen und dann war's das erstmal. Was? Gut. Oh, natürlich sollten wir die anderen beiden auch skillen. Alle mal hergehört. Also, gut. Tierkunde. Lebenspunkt wäre nicht schlecht. Ein Punkt in Säbel, da ist sie da Maximum. Ein Punkt im Bogen. Ein Punkt in Selbstbeherrschung. Hier haben wir mal 2 Punkte in Wildnisleben. Und 2 in Schleichen. Gut. Ja, ich mach das schon. Folgt mir. Bei ihm. Punkt in Fechtwaffen. Schlösser knacken. Gassenwissen wäre bei ihm nicht verkehrt. Betören und Etikette. Gut. Da muss erst ein Fremder kommen, um für das Recht an meinem eigenen Stiefelbaum einzustehen. Was muss eine alte Koscherin noch alles ertragen, bevor sie endlich die Stimme erhöht? So, dann gehen wir als nächstes mal die Abzeichen bei Zollmeister ab. Bevor wir uns dann in die Bärenhöhle trauen. Und ja, ich halte immer wieder Ausschau am Wegesrand, ob wir irgendwo verlorene Kisten oder ähnliches finden. In Reisen aus Ferdog erzählte ein Adeliger seinem Ferdog einen brutalen Mord zum Opfer gefallen. Deswegen hat der Graf die Stadt auf weiteres abgeriegelt. Da ist das Koscher-Mazuka-Paket. Eine schmackhafte Delikatesse. Jetzt, wo ich das Koscher-Mazuka-Paket gefunden habe, sollte ich es zu Gallo zurückbringen. Ja, können wir dann machen, wenn wir zurückkehren von der Bärenhöhle. Was gibt es? Ja, ich würde gerne das Angebot sehen. Ich habe nämlich hier einen Vorschlaghammer und ein Haumesser, was ich nicht mehr brauche. Ja. Und ich weiß nicht, soll ich bei ihm ein Schild kaufen? Was geht denn? Der Holzschild. Ermöglicht eine zweite Parade, zieht aber Waffboni ab. Ja. Die zwergischen Lederhandschuhe sind auch nicht besser als meine Arbeitshandschuhe.
Kurzschwert macht 1W3. Das hier macht 1W4. Bei 60 Körperkraft, die wir sogar haben, macht es sogar 1W5. Ja, Amboss könnten wir theoretisch schmieden. Aber ja, wir haben die Kurschammerzungen noch gefunden. Ah, wie praktisch. So, jetzt hier über den Fluss an Gattistadung vorbei. Und in die Bärenhöhle. Ich wusste noch, die Kurschammerzungen waren nicht in der Bärenhöhle. Oh, die Wildschweine respawnen auch hier. Zu euren Diensten. So, dann mal ab in die Bärenhöhle. So, speichern. Ja, sicherheitshalber. Ein merkwürdig aussehender Felsen. Hm. Und da geht's wieder nach Harvestreu raus. Ja, und hier kriegen wir ein Autosave. Ich weiß auch warum. Hier in die Richtung ist der Bär. Da will ich noch nicht hin. Man hat ihn nämlich auch gerade, wenn man richtig hingehört hat, brummen gehört. Der erste wichtige Weg ist dieser hier. Sogar mit einer Falle versehen. Ein merkwürdig ausschauender Felsen. Und noch ein merkwürdig ausschauender Felsen. Und alles hier ist recht nebelig. Ja, Wolfsrad. Ich nehme die Sache in die Hand. Ich helfe. So, dadurch, dass wir ihre Tierkunde ein bisschen gepimpt haben, klappt das auch viel besser. Noch ein merkwürdig aussehender Felsen. Drei Stück. Keine Menschenseele. Bloß diese stehenden Steine ab und an. Merkwürdig. Steine. Nichts als Steine. Ein gescheiter Kampf wäre mir lieber. Ja, ich weiß, was es mit diesen Steinen auf sich hat. Gute Entscheidung. Ja, merkwürdig aussehende Steine. Und ja, ich wollte eigentlich ja Sachen abgeben. Die Truhe ist verschlossen. Ja, ich. Dann mach sie mal auf. Nur. Rostige Nägel und Nüsse. Ja, eine Handvoll Walnüsse. Mal hergehört. Zu euren Diensten.